Hallo, mein Name ist Ronny Schiffner vom Modellsportzentrum aus Munzig. Wir bereiten unser Modellauto vor auf die neue Saison. Was gehört alles dazu? Das möchten wir euch in einer vierteiligen Serie zeigen. Und zwar geht es um die Reinigung von Lager, um die Reinigung des Chassis, sowohl das Dämpfer befüllen und bauen und warten und natürlich auch die Differenziale. Wir fangen heute an mit der Reinigung der Kugellager. Dazu nehme ich euch mit in die Werkstatt und zeige euch alles, was ihr dafür braucht. So, wir sind jetzt in der Werkstatt angekommen und möchten heute das Thema Kugellager aufgreifen. Dazu nehme ich mir jetzt irgendein Kugellager aus dem Buggy heraus. Wir fangen heute an mit dem Kugellager hinten am Radträger. Wir zeigen euch jetzt, wie man ein Kugellager säubert. Dazu entfernen wir den oberen Querlenker, entfernen dann hier die Madenschraube drin, die den Stift quasi fixiert, entfernen den Stift, den Radmitnehmer und können dann die Kardanwelle entfernen, drücken das erste Lager heraus und ebenso das zweite. Was brauche ich jetzt zur Reinigung des Lagers? Im Prinzip brauche ich hier unser RPM Bearing Blaster, damit reinige ich die Kugellager. Braucht dazu dann natürlich ein Öl. Wir nehmen hier von Ultimate das Leichtlauföl für Kugellager. Das hat den Vorteil, hier fließt der Tropfen durch alle Dichtungen, ob das jetzt eine Stahldichtung ist oder Kunststoffdichtung, einfach durch und ich erspare mir das Entfernen der Dichtung. Dann brauchen wir eine Kugellagerleere. Hier geht aber auch alles, wo die Lager drauf passen, ein Pinsel oder ein Stück Holz, wie auch immer. Ich benutze halt dieses Werkzeug und wir brauchen ein Feuerzeug und natürlich Bremsenreiniger. So, als Unterlage nutze ich hier ein Blatt Papier. So, wir schauen uns jetzt das erste Lager an. Wir gucken jetzt, ob hier ein mechanischer Verschleiß vorliegt. Das heißt, ob das Kugellager Beschädigungen hat im Käfig, aber das läuft ganz sauber. Um hier jetzt zu testen, um zu gucken, wie es denn läuft, drehen wir jetzt hier mal an der Kugellagerleere. Also man sieht, es läuft, aber nicht allzu toll. Jetzt schauen wir uns das zweite Lager an. Das läuft noch. Hier ist kein Rauschen. Hier sind keine Kugeln eckig. Das heißt, hier lohnt es sich auf jeden Fall, dieses zu säubern und neu zu ölen und nicht unbedingt oder unweigerlich neu zu ersetzen. So, als allererstes reinige ich die Kugellager äußerlich. Nehme dazu wieder meine Feuchttücher. Nur diese lasse ich an mein Auto. Also ihr seht schon, der äußerliche Dreck geht dann voll ins Tuch. Jetzt nehme ich mir hier den Bearing Blaster zur Hand, setze das Kugellager auf, nehme die Negativform, die Flasche Bremsenreiniger, sollte immer genügend Druck haben, also nehme da immer eine volle Flasche, drücke jetzt mit moderater Kraft das Lager nach unten und sprühe einmal hier in das Lager hinein. Drehe das Lager und mache das gleich von der anderen Seite. Jetzt haben wir das Lager gereinigt. Durch den Druck tut sich der innere Ring und der äußere Ring etwas weiten. Damit kann der Bremsenreiniger durch diese Dichtung hier strömen und reinigt mir das Lager. Das funktioniert auch hervorragend mit neuen Lager, die voller Fett sind. Die tun wir damit auch komplett reinigen. So, jetzt schauen wir uns das an auf der Kugellagerleere. Und siehe da, mit gleicher Kraft dreht sich das Lager extrem. Den Vorgang kann man jetzt 2 bis 3 Mal wiederholen, bis wirklich alle Rückstände raus sind. So weit gehen wir jetzt aber nicht. Ich bin damit völlig zufrieden. Das Lager ist jetzt gereinigt von innen. Das heißt in der Fachsprache, es läuft gerade trocken. Das heißt, wir müssen jetzt hier etwas Öl hineinbringen. Und dazu nehmen wir uns unser Kugellageröl. Träufeln jetzt hier einen Tropfen pro Seite drauf. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Es läuft in das Lager hinein. Auch hier 2 Tropfen. Nehmen uns wieder die Leere und massieren das Öl in die Kugeln hinein, bis dieses Rauschen weg ist und die Kugeln das Öl aufgenommen haben. So, das Lager läuft jetzt gut. Und siehe da, es rollt auch wieder gut. Also, das ist für mich der Tipp. Wie reinigt man Kugellager am schnellsten? Es gibt natürlich auch verschiedene
andere Möglichkeiten, jetzt Kugellager zu reinigen. Das wäre das eine im Ultraschallbad, bedarf aber viel Zeit, natürlich auch ein teures Gerät. Oder man entfernt die Dichtung und reinigt jede Kugel einzeln. Aber für uns, die gerade Rennfahren, die jetzt nicht so viel Zeit dafür haben, ist das eine optimale Lösung. Kommen wir zu dem großen Kugellager. Auch hier ist das Verfahrensprinzip gleich. Wir setzen das Lager auf, drücken die Negativform hinein, üben hier gescheit Druck aus. Seite 1, drehen das Ganze und testen es jetzt. Auch hier kann man deutlich erkennen, jetzt ist es komplett gereinigt und dieses läuft ebenso. Sehr gutes Beispiel, hier ist eine Gummidichtung und das Öl läuft zwischen die Dichtung und direkt an die Kugeln. Auch das Ganze massieren wir jetzt etwas ein, gerne auch über die Leere. Und siehe da, es rollt sehr gut. So, von mir noch der kleine Tipp. Wenn ihr die Lager jetzt mit Bremsenreiniger ausgespült habt, können wir diese auch mit dem Feuerzeug trocken machen. Das aber nur am Rande, sei da ganz vorsichtig, weil natürlich hier immer Brandgefahr besteht. Ja, gerade da, wo ihr hier mit Bremsenreiniger gearbeitet habt, kann es hier zu schweren Verbrennungen führen. Deswegen das bitte nur für Leute, die das schon mal gemacht haben. Jetzt der ganze Bremsenreiniger raus. Und das rollt schon perfekt. Der Kardan ist eingebaut, die Lager ebenso. Das funktioniert wunderbar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal für weitere tolle Videos und natürlich an die Glocke denken, die euch immer wieder informiert, wenn wir aktuelles Material hochladen. In diesem Sinne, vielen Dank, euer Ronny Schuffner vom Modellsportzentrum Unzich.